Leben. Wenn es so heiß wie du, das ist also wirklich absolut fantastisch. Es ist ein absolut einmaliges Erlebnis. Ich habe immer alle Leute ausgelacht und komisch gefunden, die im Eis stehen. Und ich finde das jetzt wirklich auch ganz toll. Also wir sind jetzt eben hier auf dem Kanderfirn. Wir haben eine Motorenhütte hier oben, eine SAC-Hütte, sind also 2900 Meter ungefähr. Und ich hoffe, euch gefällt es hier oben. Es ist eine ganz andere Ruhe. Da. Also, mir gefällt es extrem, wenn es nicht mehr so 30 Grad ist. Ja, das auch. Das ist eine willkommene Abwechslung jetzt. So. Ist dein Geburtsflug? Ja, ist wirklich. Es lohnt sich also. Es lohnt sich wirklich, so einen Flug zu machen. Genau. Ja, das ist akustisch gut gesehen. Ja, ganz. Es ist einfach eine andere Vorstellung gesehen. Ja. Das ist sowieso. Ich meine, bei uns im Alpen. Ja, das Bessere ist ja. Ja. Das geht nicht. Aber das braucht es auch vieles. Feineres Fliegen hier oben, sage ich jetzt mal, als im Tal. Und im Tal spielt es, je nachdem nicht so eine Rogler, dann hat man die Leistung. Hier oben haben sie dann eben nicht. Und jetzt hier im Bodeneffekt hat die Luft beschleunigt wird. Die hat das Problem unten, um einfach wegzufliessen. Und darum bremst sie wie wieder ab. Und das heisst, die Luft geht dann eben langsamer durch. Und das läuft, ich sage jetzt, die Rolltreppe langsamer. Man kann sich aber auch vorstellen, wie so ein Luftposten, was da einfach gibt. Und hast du dann eigentlich, dort hast du Thermik, also dort geht die Luft durch, dort ist es weniger das Problem in dem Fall? Oder? Nein, es ist einfach mit der Luftdichte zu tun. Je weiter rauf du kommst, umso dünner wird es.